Bam, 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 bam. Jetzt geht's auch. So, hi. Müssen wir auch noch ein paar töten, gell? Hey. Der Schiffwrack. Icarus, schau mal. Was siehst du, mein Freund? Nein. Zur Kiste. Das ist nochmal ein Hai. Zur Kiste. Okay. Hare, Hare, Hare Krishna. So. Das sind natürlich die Haiüberreste. Da liegt aber Feiglumse rum da. Kistel. Sehr gut. Schiffswrack abgeschlossen. So. Was haben wir denn da noch? Wo sind wir denn da jetzt überhaupt? Was ist denn das da von? Ein Lager, oder? Spatiaten. Okay. Ich glaube, ich kann mal gut ausräumen. Da oben den Aussichtspunkt. Da drin ist auch noch irgendwas. Das nehmen wir natürlich alles hier mit. Da liegt ja ein Klumpumarand am Strand. Das ist ja schön. Es freut das blündere Herz. Ja, oder auch nicht. Oder vielleicht Enkel letzter Tag auf Erden. Du kannst auch nichts außer dein Spatiatentritt. Sonst bist du dafür nichts zum Raucher. So.
Ruhe jetzt hier. Schicht im Schacht, ne? Schauen wir mal, wie leicht du der Kohle verdienst da. Boah, Kruzifix, block wieder mal, Mädel. Jetzt reicht's aber. Genug gespielt. Stirb, du Hund. Meine Schätze. Ich sehe die auch gern. So, ist jetzt dann nur was. Nee, nur wegen dem Punkt da oben dann da noch. Den holen wir uns auf jeden Fall noch. Ach man, jetzt habe ich die übersehen. Ja, ja, genau. Der furchtlose Koch. Weißt du mal lieber Koch Blim, mein Freund. Ah ja. Jetzt wäre so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nee. Na, wenigstens wieder was Söldner weniger. Dem. So, ein bisschen Holz sammeln. Auf dem Weg nach oben. Bitte des Helios. Das ist das da, okay. Das ist die Hütte vom Helios. Alte Socke. Der Helios, ja, was ich mit dem schon gesucht habe. Eieiei. Da hat er seine Hütten herbaut. Mitten ins Nichts. Also wirklich gar nichts. Gut, den haben wir an dem Punkt. Na, dann holen wir uns das da unten noch. Und dann gehen wir darüber zum Fragezeichen. Mit dem.
Luana da beseitigen. Deckung gegangen. Tut mir leid, Jungs. Kein erfolgreicher Tag für euch. Na, ja, lauf. Ich dachte schon, ich verrotte hier. Also wir sind beide Seiten, wo ist der jetzt Athena oder Spartiaten. Wir kämpfen für die, was zu Ende. Was anderes ist uns egal. Töte diese und ich töte jene. Wie mir gerade der Sinn steht. Meter. War nur Aussichtspunkt, also zeitlich begrenzte, frevelhafte Gedanken. Einweg immer da hin, wo wir hin sollen, aus dem Haus. Fokussiert bleiben, fokussiert, nicht aber ablenken lassen. Gesagt, aber ich finde es immer noch ein sehr schönes Spiel. Also auch optisch sehr, sehr schön. Des Anführers. Nein, wir lassen uns nicht ablenken. Wir gehen schnurstracks auf das Ziel zu. Und selber noch gar nicht glauben. Ah, Söldnerin. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach, komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Woher wusstest du, dass Nikolaus mein Stiefvater ist? Ich liebe das Theater. Alle Künste eigentlich. Ein großer Feldherr wirft seine eigenen Kinder auf Geheiß des Orakels von einer Klippe. Es ist eine Tragödie für die Ewigkeit. Du hältst mein Leben für Unterhaltung? Oh nein, meine Liebe. Es ist Kunst. Ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Er sprach von meinem leiblichen Vater und dass er vielleicht noch lebt. Nicht mehr lange, wenn alles nach Plan verläuft. Was heißt das?
Natürlich, dass du mir seinen Kopf bringen wirst. Bist du völlig durchgedreht? Du hast den Mann, der dich großgezogen hat, für Geld getötet. Da nahm ich an, dass du wie ich deine Familie tot sehen willst. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Hey, du! Na, kommt's. Du musst schon früh aufstehen, mein Freund. Der Kino hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Ein Brief an El Pino? Oh, Phoebe, du hast ihn direkt zu mir geführt. El Pino sucht nach einer Frau. Auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Verrückte Priesterin. Sie ein Geld. 4 Drachmen. El Pino hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Natürlich. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen. Aber sie waren nichts im Vergleich zu El Pino. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Sehr gut. Der Helm des Wolfes. Der Helm des Wolfes. Kriegerschaden. Plus 4% Gesundheit. 10% kritischer Schaden. Ich kann mir fast nicht ablehnen. Attentatschaden. 8%. Nein, ist nix. Das ziehen wir hoch. Können wir alle verkaufen, wir brauchen mal Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Jägerschaden. El Pino. So, was ist jetzt die Aufgabe? Schlangen im Gras, Quest verfolgen. El Pino ist immer noch in Okis. Dann schauen wir uns mal schnell um. Aus des Anführers, der Adler horcht. Gehen wir erstmal zum Adler. Legen wir mal die Map auf. Und dann schauen wir weiter. Okay, okay. So möchtest du die Spur spielen. Au, Kruzifix will mit dem Blocken. Ist verdammt schnell. Wow, die ist wirklich verdammt schnell. Sie fortsetzt sich selber der, wenn sie so flott ist. Aber es hat jetzt auch nichts geholfen. Nier der wirbelnden Klingen. Und aus ist mit ihr. Oh, ein 14er Bogen. In lila. 14er Bogen in lila, Kriegerschaden, alle Schaden, Feuerschaden, nimmer. Weg da. Aus der Bahn. Synchronisieren, bitte.
So, dann schauen wir mal in die Stadt. Was gibt es hier? Freut sein, da gibt es den Rikos, der Olympionik. Mannschaft gesucht. Was ist das? Anführers. Da noch Kisten drin. Kümmern wir uns doch erst um das Haus des Anführers. Also beziehungsweise erst mal um die Kiste da unten. Upp, wo ist er? Wo ist er, der Gute? Hallo, guten Morgen. Was ist denn du für einer? Frisch vor der Söldnerschule oder was? Was denn jetzt? Oh. Ach du Lusche. Verrecke. Entschuldigung, ich muss da mal durch. Da ist eine Kiste, die ist auf mich wart. Ja. Jetzt mal zum Anführer. Zumindest zu seinem Haus. Weg da. Aus dem Weg. Morgen! Schlag und das war's! Du kleiner Spatiadendritter, du Vogel! Das ist das einzige, was kennst, gell? Sag ich nicht. Meine Blocken. Fort, Bursche. So, ist hier noch irgendwas vom Interesse unten im Keller, also im Erdgeschoss. Da muss noch irgendwas sein, da ist. Oder ein paar Männerchen draußen. Aber der darf kein Problem sein. So, dann legen wir mal los. Zack. Jetzt geht er recht flott. Vonstatten hier. Schatz plündern.
mal klar reingelaufen. Selber schuld. Oh, Schatz fehlt uns noch. Da oben ist der. Tja. Mit dem Spatiatentritter. Du kein Mitleid von mir, mein werter Freund. Frauen tritt man nicht mit den Füßen in den Bauch, das gehört sich nicht. Danke. So, Haus fertig. Schauen wir, was der Mannschaft gesucht. Ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keine Söldnerin. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Ich bin eine Göttin. Götter? Ich bin das Nächstbeste. Oh, eine lebende Göttin? Du kannst dich verkaufen, das lasse ich dir. Also, wer bist du? Ich bin Gelon von der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Na lecker. Ich wollte nur sehen, ob du Hilfe brauchst. Du kannst mich mal. Ich habe nicht drum gebeten. Weißt du was? Du mich auch. Genau. Hör mal. Tut mir leid. War ein harter Tag. Ich habe meine Geschäfte mit dem Orakel beendet und sollte mein Schiff hier treffen. Aber von dem fehlt jede Spur. Und ich bin seit letzter Nacht hier. Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut, ich drücke jetzt anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und, wir helfen sozusagen. Oh! Die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Ich finde heraus, was geschehen ist und bring sie her. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Die Küste im Südosten ist ein gutes Revier für uns. Man kann ganz leicht reiche Pilger in eine Bucht locken. Ihr seid Piraten. Und wenn es so wäre? Ich bin die Piratin, die dich bezahlt. Und ich bin nicht immer Piratin. Nur in meiner Freizeit. Freizeit? Bist du sicher, dass die Mannschaft nicht gemeutert und dich verlassen hat? Nicht, wenn meine Giki am Ruder steht. Und sie haben den letzten Anteil noch nicht bekommen. Sie würden nicht ohne Bezahlung abhauen. Ich weiß nicht, ob die Schiff... Zeig mir, Giki. Sie ist wunderschön. Daran besteht kein Zweifel. Küsst wie der Sommer. Schon vom ersten Moment an war es um mich geschehen. Das hilft nicht. Ja, gut.
Sie hat rabenschwarzes Haar und ein teures Armband, das ich ihr gab. Sie legt es unter keinen Umständen ab. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück. Ich sollte Gelon von Gigi erzählen. Warte mal, ich hab da schon was gefunden. Schiff. Und? Jetzt komm schon, wo ist es? Wo ist meine Gigi? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Meine Güte! Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Wo sind sie? Sie sind tot, klar? Und dein Schiff ist gesunken. Oh, meine Gigi. Ich habe nur ihr Armband gefunden. Gigi. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Ohne Schiff keine Schiffsführerin. In meiner Besatzung wäre noch Platz für dich. Es ist nicht dasselbe wie ein eigenes Schiff, aber du wärst Teil der Familie. Nun, ich wäre lieber wieder auf See als hier bei diesen frommen Idioten. Abgemacht. Aber nur, bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe. Natürlich. Ja. Nun, wo ist dein Boot? Schiff. Sie heißt Adrastea. Wenn du es sagst, Schiffsführerin.